Im Zuge der Gewandhaussanierung erlebt die Zwickauer Innenstadt am Montag ein seltenes Spektakel. Das Gebäude wird vom Rathaus aus beschallt. Nicht etwa, damit die Bauarbeiter eine musikalische Unterhaltung bekommen, sondern um in der Gebäudehülle lärmschutztechnische Schwachstellen aufzuspüren. Damit soll schon in dieser frühen Sanierungsphase ausgeschlossen werden, dass die Theaterbesucher später durch eindringenden Straßenlärm gestört werden. Die Messungen werden am Montag im Umfeld des Hauptmarktes deutlich zu hören sein. Das beauftragte Ingenieurbüro beginnt mit den Arbeiten ab 12 Uhr.